Damit kämen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Umsetzung des Personalzuwachs im Amt für Gesundheit und Prävention im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Hier ist mir eine Wortmeldung signalisiert und eine vielleicht. Herr Pinkert, bitteschön, auch hier ein ganz klarer Ausschussbericht 16:0:0, bitte dennoch zum Redebeitrag. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Es klingt erstmal ganz nett, ganz pauschal. Umsetzung Personalzuwachs im Amt für Gesundheit und Prävention im Rahmen des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst. So wird es auch von einigen von uns erstmal erfasst, stimmt aber nicht. Aufwuchspersonal im öffentlichen Gesundheitsdienst wegen Corona-Pandemie. Bis, wer es richtig gelesen hat, mindestens 2026. Unbefristete Stellen, na sicher, können ja nie befristet sein. Wenn es mindestens bis 2026 ist, kann es schon gesetzlich nicht bis 2026 ein befristeter Arbeitsvertrag ausgestellt werden. Es werden aber für dieses Gesundheitsamt nicht Zahnärzte eingestellt oder gesucht. Es werden auch keine Mitarbeiter gesucht für Schuleingangsuntersuchungen oder Ähnlichem. Ja. Will der Gesetzgeber hier schon mal die nächste Pandemie planen, um Grundrechte einzuschränken? Oder wird der Zeitraum groß geplant, bis die Grundrechte weitgehend abgebaut sind und der Diktatur, der rot-grünen Sozialismus, nichts mehr im Weg steht? Schmackhaft wird sowas gemacht mit, es entstehen erstmal keine Kosten für die Kommunen und übertarifliche Vergütungen sind den Kommunen möglich. Herr Schulze, ich nuschel nie, man kann mich verstehen, ich probiere es heute. Genau weiter. Leitbild vorlesen steht bei mir. Leitbild für einen modernen öffentlichen Gesundheitsdienst. Haben Sie vielleicht noch nicht durchgelesen, Herr Schulze? Wird vielleicht Zeit. Der öffentliche Gesundheitsdienst. Erstens hat die öffentliche Verantwortung für die Gesundheit der Bevölkerung. Zweitens ist integraler Baustein des modernen Sozialstaats. Drittens ist bürgernah und eingebunden in kommunale Strukturen. Viertens orientiert sich an lokalen und globalen Herausforderungen. Fünftens ist gemeinwohlorientiert ohne kommerzielle Interessen. Sechstens hat als Kernaufgaben Gesundheitsschutz, Gesundheitsförderung, Beratung und Information sowie Steuerung und Koordination. Siebtens nimmt hoheitliche Aufgaben wahr und arbeitet sozialkompensatorisch, planerisch und gestalterisch, um gesundheitliche Chancengleichheit und bestmögliche Gesundheit für alle zu ermöglichen. Achtens basiert auf medizinischen, insbesondere fachärztlichen und sozial- sowie gesundheitswissenschaftlichen Qualifikationen. Neuntens arbeitet wissenschaftsbasiert und vernetzt. Zehntens ist ethisch reflektiert in Respekt vor der Würde des einzelnen Menschen. Wenn man das Leitbild ernst nehmen würde, kämen wir derzeit ganz andere Töne aus dem Gesundheitsamt, nämlich zuerstens öffentliche Verantwortung bei Verabreichung ungenügend geprüfter Impfstoffe, Notfallzulassungen. Drittens ist bürgernah, seit der Pandemie gefühlt für den Bürger eher bürgerfeindlich. Fünftens ist gemeinwohlorientiert und ohne kommerzielle Interessen. Naja, Tests, Impfstoffhersteller etc. kennen wir genug. Ja. Neuntens arbeitet wissenschaftsbasiert und vernetzt, dann würden hier klar Risikowarnungen vom Gesundheitsamt an einen Großteil der Bürger bezüglich verschiedener Impfstoffe benannt werden. Oder wollen Sie Ihre Kinder mit einem ungetesteten Impfstoff impfen lassen? Zehntens, ist ethisch reflektiert in Respekt vor der Würde des einzelnen Menschen. Ich sage nur, Kinder in Quarantäne, am besten getrennt von Geschwistern und Eltern. Impfpflicht gegen die körperliche Unversehrtheit, das ist ein Grundrecht. Daher kann hier nur die Lösung lauten, Ablehnung, da die Stellen nur geschaffen werden, um die Pandemie fortzuführen und durchzusetzen. Wir können ja bis jetzt hier im Rat durchatmen, nicht wahr, Herr Schulze, da die extrem gefährliche Pandemie bis dato keine Dezimierung des Rates zur Folge hatte. So wird das Wort gewünscht, Frau Dr. Vogel, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe beigeordnete Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat. Das Gute an der Rede meines Vorredners ist ja, dass man sie gar nicht verstanden hat zu 80%. Die restlichen 20 kommentiere ich nicht. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Sie können sich vorstellen, dass für jemanden, der Vogel heißt, diese Worte aus Psalm 91 besonders relevant sind. Und mit Zuversicht hat auch die vorliegende Vorlage zu tun, denn Personalzuwachs für das unterbesetzte und kaputtgesparte Gesundheitsamt ist immer zu begrüßen. 26 Stellen mehr für 2022 können helfen, wenn die Dresdner Kommunalpolitik sie mit Inhalten füllt, die tatsächlich der Gesundheits- und Corona-Prävention dienen. Dazu gehören Aufbau von dauerhaften logistischen Strukturen im Gesundheitssystem, die kommunal bereits jetzt die 4., 5. und 6. Corona-Welle verhindern bzw. abmildern helfen. Denn der fromme Wunsch, dass irgendwann nach Corona sein wird, wird sich wohl, wie es leider aussieht, momentan nicht erfüllen. Insofern müssen wir einfach damit rechnen, dass es weitere Wellen gibt. Und es ist gut, wenn die Politik sich nicht immer überrascht gibt, dass die nächste Welle kommt, sondern wir jetzt schauen, wie wir die Wellen abmildern und brechen können. Ziel muss es sein, freiheitseinschränkende Maßnahmen für die Bürgerinnen und Bürger, soweit es geht, zu verhindern und vorher alle milderen Maßnahmen der Verwaltung auszuschöpfen. Das ist richtig. Kinder und Familien gehören unterstützt und geschützt. Und es ist wichtig, psychologische und pädagogische Nachsorge der sozialen Folgen von Corona, über die wir hier viel zu wenig reden, für die vulnerablen Gruppen. Wir kennen einen Anstieg häuslicher Gewalt. Wir wissen, dass Kinder und Jugendliche besondere Unterstützung brauchen und von einer spezifizierten Kranken- und Sterbebegleitung der Patienten und deren Angehörigen während der Isolation durch Corona, und es sterben weiter täglich Menschen, auch alleine und einsam, ist auch auszugehen, und dafür muss auch Geld bereitgestellt werden. Dafür setzen wir uns als SPD-Fraktion ein. Deshalb unterstützen wir diesen Antrag, weil ein soziales Dresden machbar ist und wir das wollen. Und ansonsten gilt, trotz, wegen und aufgrund von Corona sich nicht von Hass und Gewalt leiten zu lassen, sondern sich um Verständigung und auch um Versöhnung zu bemühen, trotz aller inhaltlichen Differenzen. Das ist unsere Aufgabe als Stadträtinnen und Stadträte. Wie viel Weihnachten wird, hängt nicht an Weihnachtsmärkten und Kommerz um jeden Preis, sondern an unserer Haltung zu unseren Mitmenschen. Sich impfen lassen ist Solidarität, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, sich impfen lassen ist Ausdruck christlicher Nächstenliebe. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Ihnen allen und allen Bürgerinnen und Bürgern in Dresden ein gesegnetes Weihnachtsfest. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen waren wir nicht signalisiert, sehe sie auch nicht. Deswegen kommen wir zur Abstimmung über den einstimmigen federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen. Ja. 37 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen, keine Enthaltung, damit so beschlossen.